Hallo, ich bin der Wolfgang Flür. Bip. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Früher lange Jahre bei Kraftwerk gewesen und jetzt mit meinem neuen Projekt Jamo. Und ihr seht mich gleich bei Viva 2 mit Geschmackssache. Bleibt also bitte dran, wir sehen uns gleich. Hallo bei Geschmackssache. Es geht die Legende, dass die deutschen Kultelektroniker Kraftwerk einmal 2 Konzerte gleichzeitig in weit voneinander entfernten Städten gegeben haben. Wie soll das gegangen sein, höre ich die jüngeren Zuschauer jetzt kakeln. Nun, der Onkel will's erklären. Die Musiker hatten in einer der Städte ganz dreist einfach Roboter auf die Bühne gestellt. Tja, so war das früher. Einer der Herren Kraftwerk, namentlich Wolfgang Flür, nennt sich heute Jamo. Und als solcher hat er heute bei Geschmackssache Platz genommen. In Tokio moderiert gleichzeitig eine Roboternachbildung Herrn Flürs eine ähnliche Sendung. Hier kommt aber jetzt das Original. Hallo, ich bin der Wolfgang Flür von der Gruppe Kraftwerk, wo ich 16 Jahre war und jetzt mit meinem eigenen Jamo-Projekt hier oben im Marvec-Studio, wo wir unser Guiding Ray gemischt haben. Zu Gast ist bei uns Viva 2, Geschmackssache, und wir wollen ein bisschen über Videofilme und über Videoclips sprechen, die wirklich Geschmackssache sind. Diesmal ist es mein eigener Geschmack und ich habe ein paar Videos mitgebracht, die ich euch vorstellen möchte und ein bisschen drüber plaudern. Ich muss allerdings sagen, dass ich früher Videos gar nicht so gerne gemocht habe. Wenn ich die angeschaut habe, war ich oft enttäuscht. Sie entsprachen meist gar nicht meiner eigenen Fantasie. Jeder hat doch beim Hören und beim Sehen von Musik eigene Empfindungen und Gefühle. Eine eigene Szenerie entsteht im Kopf. Durch die Musiksender wird aber allen Menschen dieselbe Geschichte vorgespielt und sie werden in ihren Empfindungen gleichgeschaltet. Dennoch habe ich beim Drehen von unseren eigenen Videos später sehr viel Spaß bekommen. Die waren allerdings für einen ganz anderen Zweck gedacht, denn damals gab es noch gar kein Musik-TV. Wir haben die gebraucht für unsere Hintergrundprojektionen auf der Bühnenshow.
Völlig aufgeregt war ich, als Herbie Hancock Ende der 70er Jahre seine Rocket herausbrachte. Was für ein modernes Video in dieser Zeit und so humorvoll dazu, obwohl ich es kaum glauben konnte, dass man mit sowas an den Markt kommt. Ein seltenes Beispiel auch für einen Song, der durch sein Video zum internationalen Hit wurde. Jeder sprach damals über dieses total bekloppte und höchst amüsante mechanische Puppenspektakel in einem englischen Wohnzimmer. Viel später sah ich ein Video, das dermaßen gut zu seiner Musik passte, dass ich ganz berührt war von seiner mystischen Ausstrahlung. Das lag wohl an der Stimme der isländischen Sängerin Björk in ihrem Song Human Behavior. Die Bilder in ihrem Video erinnerten mich in meiner Kindheit an Märchen, Hänsel und Gretel verloren im Wald oder so etwas Ähnliches. Björk singt allerdings in ihrem Lied von den Unwägbarkeiten des menschlichen Benehmens, was ja oft reine Glückssache ist im Leben. Ihr Video ist auf jeden Fall Glückssache gewesen für uns. Hallo, ich bin immer noch der Wolfgang Flüe und wir sind auch immer noch im Marweg-Studio mit Viva 2 und Geschmackssache. Besonders eindrucksvolle und schöne Stimmen, Sie merken es wahrscheinlich, hatten es mir immer schon angetan. Ich bin geradezu ein Stimmenfanatiker und kann mich ihrer besonderen Wirkung nicht entziehen. Genau deshalb war das auch der Grund, warum ich mich als 16-Jähriger für die Musik der Beatles interessiert habe und sehr begeistert war. Ich wollte natürlich immer gerne einmal selbst eine Gruppe haben, die so ein eigenes Image und so einen eigenen Sound hat. Erinnern wir uns deshalb noch einmal an das äußerst gelungene Beatles-Video von Free as a Bird. Wir erleben eine atemberaubende Kamerafahrt mitten durch Penny Lane und die gesamte Geschichte der vier Liverpooler. Es scheint, als würde das betrachtende Auge tatsächlich das eines Vogels sein, der sich grenzenlos drüber, drunter und durchfliegt. Ein Zeitflug durch die gesamte Historie der Beatles, begleitet von den Blue Meanies, The Glove und Yellow Submarine. Bleiben wir noch ein wenig bei der Beatles-Adresse. John Lennons Sohn Julian und sein Video zu Saltwater berührte mich deshalb, weil ich ein großer Naturbewunderer bin. Die Idee, dass nicht die Städte das Land verdrängen, sondern die Natur sich die Städte einverleibt und eine Großstadt wie New York mit Grün überwuchert wird, gefiel mir außerordentlich gut. Schade nur, dass Julian so sehr wie John vermarktet wurde. Das hat nicht hingehauen, obwohl er sehr talentiert ist. Er muss seinen eigenen Stil prägen und ich hoffe sehr, dass wir noch etwas von ihm erleben. Nun Saltwater. Ebenfalls etwas Schwebendes haben die Klänge der Musik von Bionaut aus Köln, der mit seinen modernen Elektrosongs eine ganz eigene musikalische Erzählweise anbietet. So klar und schillernd, fast wie aufsteigende Luftblasen, habe ich seine Musik empfunden, als ich sie das erste Mal vor ca. 2 Jahren gehört habe. Jörg Burger ist in der Kölner Techno-Kreisen ein ganz bekannter Künstler. Er hat auch 2 Remixe für mein Album Time Pie gemacht. Ich zeige jetzt von ihm Vita Graf. Es ist absolut minimalistisch aufgenommen und passt so gut zu seiner Musik. Auf meinem neuen Album Time Pie gibt es einen Song, in dem ich lustvoll unsere Hörgewohnheiten beschreibe. Stereo ist ja heute etwas völlig Normales. Gerade deshalb will ich noch einmal an die Technik aus den 50er Jahren erinnern. Beautiful sound is in the air, a stereomatic love affair. Es ist Hochzeit zwischen links und rechts. Stereomatic. Möchte ich den Künstler meines Videos mit einer anderen Produktion vorstellen, die er für meinen Kollegen Karl Bartos aufgenommen hat. Es ist Electric Music's Crosstalk. Emil Schult hat es gedreht und auch früher schon für uns bei Kraftwerk eine tolle Artwork gemacht. Er hat einen ganz eigenen Stil drauf, der mir immer gut gefallen hat. Emil ist kein Videofilmer, sondern Maler und geht deshalb ganz anders mit dem Medium um. Außerdem fand ich Crosstalk als Song einfach klasse. Hallo, hier sind wir wieder mit Viva 2 und Geschmackssache. Eine völlig andere Baustelle betreten wir jetzt mit einem Video der Sängerin Sheryl Crow. Ihren Song All I Wanna Do hörte ich vor circa 4 Jahren im Radio und war total weg von ihrer mitreißenden Stimme, die so unwahrscheinlich weiblich ist. Sie erinnert mich an die berühmte Emmylou Harris, falls die noch jemand kennt. Auf jeden Fall sah ich später das Video von Sheryl Crow und siehe da, dort wurde genau das dargestellt, was ich gefühlt hatte. Alles schien zu schweben. Da steht eine und singt und alle fühlen sich plötzlich unwahrscheinlich leicht. Manche Leute fragen mich in der letzten Zeit oft, warum meine CD wie eine Pralinenschachtel aussieht. Nun, ich kann nur sagen, das war natürlich geplant. Denn wir haben ja auch nicht umsonst hier Rheinland-Spezialitäten draufgeschrieben.
Es liegt an unseren Elektrosongs aus dem Rheinland, die mal wieder hierher kommen, die sehr unterschiedliche Geschmacksrichtungen musikalischer Art anbieten. Und da gibt es durchaus die ein oder andere harte Nuss zu knacken auch. Nun möchte ich noch einen ganz anderen Clip vorstellen, der jetzt ständig im Radio zu hören ist. Ich kenne ihn schon länger aus dem Kino als Werbefilm für eine Jeansmarke. Sie kennen den Song bestimmt auch, weil er so aktuell im Radio läuft. Er heißt Underwater Love und ist von Smoke City. Ein klasse Beispiel für beste Umsetzung von Musik und Bild. Ein verzauberndes Video und eine sphinxhafte Stimme dazu. Mit der würde ich auch gern mal eine Unterwasserbegegnung haben. Und wenn's die letzte wäre. Die Musik der Gruppe Maus und Mars ist sehr verspielt und humorvoll. Ihre Titel klingen eigenartig und witzig wie ihr Bandname. Sie sind voller Selbstironie. Das ist eher selten in der Musiklandschaft, denn die meisten Künstler nehmen sich doch so unwahrscheinlich wichtig. Bei Maus und Mars ist das völlig anders. Ihre Titel wie Innere Orange, Iaora Tahiti oder einfach Bip sprechen doch für sich, oder? Sehen wir ihr Video Bip. Alles im Leben ist reine Geschmackssache, nicht wahr? Das war's dann heute aus dem Mavic-Studio und Viva 2 mit Geschmackssache. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an den Videos, die ich euch vorgestellt habe. Und vielleicht habe ich euch ein bisschen neugierig gemacht auf meine Rheinland-Spezialitäten. Time Pie von Yamo. Tschüss.